Freunde, nur eine ganz kurze kleine Info an dieser Stelle. Tobi, der weiß nicht, dass ich mich bewusst hier so jetzt anstellen werde, wie ihr es im Folgenden sehen werdet. Ich habe bewusst eine derart schlechte Leistung herausgefordert, damit Tobi, bevor er jetzt entspannt ins Wochenende starten kann, tatsächlich noch eine echt beschissene Stunde Aufnahme mit mir hat. Ganz viel Spaß dabei. Es wird intensiver über den Verlauf des Videos bis zum Ende. Ach, schaut einfach selbst. Nutzt meinen Fortnite-Creator-Code hier oben. Ist bis Karriere-Item-Shop. Ne, hier, unterstützt einen Creator. Revenzeit, alles klar. Schaut, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Escation. Warte, fängst du schon an? Ja. Du bist doch noch nicht mal im Parcours. Leute, ich habe mir Folgendes vorgenommen. Ich war schon seit ein oder zwei Wochen in dieser Gruppe drin, die sich mit der Map von Montana Black beschäftigt, die Steel und Monte zusammen gebaut haben. Erstmal großen Shoutout an die Boys. Sieht zumindest das, was ich an Videos gesehen habe, echt nicht hässlich aus. Ich würde sagen, meine... Tobi, einfach gut sein lassen. Ich würde sagen, wir rennen einfach mal direkt los. Guck mal, das ist nämlich gar nicht schwer. Und zwar kann man hier einfach durchrennen, meine Freunde. Hä, hey, ist ja echt. Ist ja so easy, die Map. Guck mal, Alter, ey. Leute, ihr kennt die Map von Monte schon. Es geht um 5000 Euro. So, ich bin mir sicher, dass ich die auf jeden Fall heute nicht bekommen werde. Aber wenn Tobi heute einen guten Run hinlegt, machen wir einfach halbe. Perfekt. Ich würde sagen, wir fangen doch direkt an. Dann muss ich... So, Affe, block mich nicht. Hä, du hast mich geblockt. Du hast mich geblockt. Du hast mich geblockt. Guck, du legst auf. Nein, du legst auf. Ich weiß, wie das geht. Guck du mir zu. Guck mir zu. Guck mir zu. Guck mir zu, pass auf, du musst so. Oh. Mann, Tobi! Junge! Du Affe, Alter! So unnötig, Digga! Junge! Ich hab's geschafft. Ich muss nochmal ganz genau gucken, wie ich das mache an der Seite. Also, ich spiele die Map jetzt Real Talk zum ersten Mal. Ich habe schon richtig viele Leute gesehen, die sie halt gespielt haben, beziehungsweise halt weiß halt, wie sie zum Teil funktioniert. Au! Hä? Warum geht denn die obere... Ah, wie mache ich das denn hier, Tobi? Pass auf, guck bitte zu kurz, ja? Okay. Ich zeig's dir. Die war nicht auf mir! Die war niemals auf... Ja. Dann hier kannst du so runter. Hier wieder die Linie. Dann kannst du hier wieder so runter. Dann kannst du wieder die Linie. Dann kannst du hier wieder runter. Und die Falle war nicht vor mir! Okay, Lauf, Tobi, ich sag einfach jetzt schon, dass ich das überhaupt nicht schaffen werde. Ich weiß, Digga, es ist auf das erste Mal nicht möglich. Ich weiß nicht, wie du... Aber komm, ich bring dich da durch, okay? Lauf einfach gleich geradeaus. Und jetzt hier einfach laufen. Du nicht! Ich bin da! Okay, du doch. Oh. Okay, alles gut. Warte Guck mal, kann man... Immer. Moment, einfach stopp! So, man stopp, muss einfach stopp, so... Kann man? Zack, hier, einfach. Zack, das ist easy. Digga, das ist der einfachste Part. Tobi. Monte, also... Nein! Du musst den ersten Part nochmal machen. Nein! Oh. Mann, Alter! Digga. Ja, aber warte mal, zu zweit. Aber ich komm von oben, weil ich Eier hab. Junge, hey, aber ich meine, das ist voll easy, das, was ich gerade eben gemacht habe, ist ja, also, Leute... Ja, du musst schon, die haben schon Regeln. Es gibt Parts, hast du einen Grappling-Hook, da kannst du auch alles überspringen, aber das darfst du nicht, oder? Okay. Nee, das darfst du aber nicht. Aber das, was wir hier machen, ist schon legal, oder? Guck, man muss einfach nur durchjumpen, ne? Nee, nicht ganz. Sondern? Auch manchmal anhalten. Hier bei dem zweiten halte ich an, dann hier gebe ich wieder Gas. Aber du musst einfach das Gefühl... Du musst wieder alles machen. Ja, komm, Tobi, komm. Also, ja. Ja, natürlich. Ja, ich meine, versteht mich nicht falsch. Also, diese 5000 Euro. Also, ich würde das nehmen, weißt du, deswegen. Also, ich weiß. Okay. Spaß. Okay, jetzt geht's los. Also Leute, wie gesagt, wir versuchen sie nur mal aus, die Map. Ja, ich weiß, dass ich Alter, ich hab die schon mal mit dem fucking schnellsten Run der Welt. Hast du es hochgeladen? Geht's. Nein, fast. Also ich will da noch ein Video machen. Wie kann man das denn fast hochladen? Aber hier muss man halt Anlauf machen, oder? Ja. Hä? Aber... Hä? Junge, ich bin der schlechteste Fortnite-Spieler der Welt einfach, ey. Nein, ich hab das wirklich. Ich mein, Eis war weg. Revi, das kann ich sagen, wir können dich einfach immer da durchziehen, so, weißt du, was ich meine? Weil da kommen noch Parts, die sind schwerer hier, das sind die einfachsten Parts. Und dann hier gleich, zack, und den heftigsten Speedrun. Von wo muss ich den Anlauf nehmen? Ja, von da gerade einfach. Hä? Wo springst du? Junge, es ist wegen dem Eis, Alter! Du überlebst es. Es ist halt wegen dem Eis, Digga! Man kann das ja gar nicht... Hä, ich hab's mit Eis geschafft. Ja, aber rennst du direkt los nach der Falle? Ja. Ach so. Ich löse die Eisfallen für dich aus, du gehst ohne Eis hier hoch. Das ist wie wenn man so einem kleinen Kind in die Schule helfen muss. Ich hab Eis. Mann. Revi, nein!
Warte, ich kann die Fahne hier auslösen. Hey, das ist aber auch einfach schwachsinnig, dass man das hier bekommt, obwohl man eigentlich gar nicht oben drauf steht. Okay, also pass auf, ich versuche das jetzt mal, Tobi, ja? Ja. Hä, Digga, ich fall immer dagegen! Wann muss ich denn abspringen? Digga, es ist echt einfach easy eigentlich. Nee, Digga, ich weiß nicht, wann ich abspringen muss. Real Talk. Du hilfst nicht, du blockierst mich gleich wahrscheinlich. Nein. Weiter. Du Affe! Was denn? Ich hab's doch geschafft. Alles gut. Okay, warte. Ja, Digga, wie soll man denn da bremsen? Es ist unmöglich, Alter. Block mich nicht. Block mich nicht. Block mich nicht. Was laut? Nee, nee, alles super. Ey, Junge, was soll das? Warte auf mich. Ja, warte auf mich, nein, ich geh jetzt alleine. Hey, können wir einfach das jetzt einfach flott diesen Part hier durchchecken? Hör auf jetzt! Was denn? Digga, mit dir kann man das nicht. Mit dir kann man diesen Parcours nicht spielen. Mann! Was ist dieser Plan in diesem Video? Okay, jetzt komm, jetzt machen wir es wirklich, okay? Jetzt mal ohne Spaß, komm. Lauf! Mach mich stolz! Dass es geklappt hat. Warte, mach nicht den Parcours, okay? Warum? Ich bin an der anderen Seite einfach runtergefallen. Du sollst doch nicht da hochgehen. Komm, machen wir es nochmal. Mann, hör doch auf! Du bist so ein Affe. Wie kann die rechte Falle auslösen, wenn die auf derselben Position ist? Kannst du dir jetzt mal Mühe geben? Also du bist echt schlecht da drin. Kann das sein? Warte mal, willst du mich gerade verarschen? Du schaffst nicht mehr über die erste Falle. Basti, Alter, ich mach jetzt einfach. Tschüss. Ja, komm jetzt. Komm, wirklich jetzt. Komm. Die Leute wollen ja was sehen. Komm. Ja, die wollen was sehen. Dann hör auf, jetzt so am 5 mm an meinem Arsch zu kleben. Mach ich doch gar nicht. Kann ich jetzt dafür bitte? Ich sehe doch deinen Fischkopf hier. Block mich nicht! Guck mal, du checkst dieses Prinzip nicht mal. Du guckst da vor und springst in die Falle. Da kann ich gleich beim Formel 1 Rennen rückwärts fahren und an die Wand fahren. Junge, das kann nichts werden mit dir hier. Also, Entschuldigung, aber... Ja, wenn du so einmal hier immer... Warum? Ich wollte ja meinen Mülleimer treten, aber die Wand gehauen. Junge, ich glaube, mein Zeh ist gebrochen. Ey, hör doch bitte auf! Willst du mich gerade verarschen? Hä, was denn? Jetzt komm. Mach's! Ey, du. Kann man so dumm sein. Guck mal, ich zeig dir jetzt, wie du hochkommst. Bleib hier stehen. Nimm doch keinen Anlauf. Du guckst einfach so. Guck, dann stehst du hier ruhig. Und dann jumpst du hier so hoch. Dann bist du hier oben. Digga, du willst mich doch komplett verarschen. Ja, Digga, es ist halt nicht so leicht für mich. Es ist halt nicht so leicht für mich. Du hast mich geblockt. Nee, du hast mich einfach geblockt. Kannst du mir nicht einfach hinterherlaufen? Kann es sein, dass du das gar nicht kannst? Digga, ich hab's schon 10-mal gemacht oder ja, so. Ja, lauf jetzt. Komm. Ich hab dir gezeigt, wie es geht. Stell dich dahin. Stell dich. Stell dich bitte. Stell dich, warte. Seitlich. Stell dich seitlich. Links. Guckst du nach links. Ist geh an die Wand. Bleib ruhig stehen. Bleib ruhig. Wie kann man so dumm sein, Mann? Bitte! Was ist deine... Revi, bitte! Ich weiß, du bist scheiße in Fortnite, aber so scheiße. Nein, du kriegst es einfach nicht hin. Warte mal, guck. Hörst du gerade selber, was du sagst? Ja, du bist einfach zu scheiße. Mann! Was ist denn zu scheiße, Digga? Wenn ich hochlaufe, dann klebst du 5 cm an meinem Arsch. Wenn ich hochlaufen will, dann springst du entweder rein und bringst dich um. Du tanzt deinen Scheiß-Tanz, bringst mich um mit deiner Spitzhacke oder triggerst mich mit irgendwelchen Emotes. Was denn? Kannst du mir jetzt bitte einfach hier entlang gucken? Du machst so? Ich kann nicht aufhören zu tanzen. Das ist, weil du Eis hast. Ich kann nicht mal springen! Ich kann nicht springen! Das ist die ganze Zeit tanzen. Ich musste runter. Ich bin, weil ich einmal getanzt habe, musste ich sterben. Mann, ey, Rivi, ja, komm, noch einmal. Noch einmal, wir schaffen das. Komm. Geh da weg, geh da weg! Guck hier, und ich hab's hochgeschafft. Bitte schaff's einfach. Du bist nicht da. Du hättest einfach da weggehen müssen. Du hättest einfach da weggehen müssen. Da wäre ich oben gewesen. Komm mal, jetzt. Wie weg, da weg. Du brauchst keinen Anlauf. Guck da, easy. Jetzt bin ich hier oben. Ja, du schaffst aber niemals darüber jetzt. Hä, wer sagt das? Ich.
Wo muss ich hin? Ja, mach's mal, versuch's bitte erstmal noch nicht. Warte. Ich mach das hier kurz, warte. So. Kommt dann niemand drauf. Kannst du auf die Scheinwerfer? Ja, du bist auf den Scheinwerfer. Du musst halt jetzt hier einen Curve Jump hierher machen. Curve Jump, das geht nicht, oder? Nee, also ein bisschen geht's. Nee, ich glaub nicht. Doch. Nein. Ey, bitte, sei so nett. Geh da weg. Schaff's einfach. Siehst du, es geht nicht, hab ich dir gesagt, weil du da standst. Nee, weil du da gestanden bist. Du standst da und hast mich blockiert. Müssen wir es nochmal machen, tut mir leid, komm zurück. Nein, ich bin jetzt beim Checkpoint. Komm zurück. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr zurück. Warum? Weil ich schon den nächsten Checkpoint ausgelöst hab. Ja, geil, dann kann ich das Video deswegen dir nicht beenden, Tobi. Super. Natürlich. Ja, komm zurück. Es kann doch nicht die Challenge hier darin bestehen, dass ich dich hier durchziehen muss. Bitte, hör auf. Weißt du was? Digga, es ist so unnötig. Ich komm zurück zu dir, du kannst mich jetzt mal. Ich spiel jetzt warte, gar vorne mehr warte, mit dir. Nein, warte, du weißt, dass ich auf soll. Nein, warte, ich warte nicht. User disconnected from your channel. Ja, Leute, ich glaub. Ja, ich hab den Zweck auf jeden Fall erfüllt. Ja, Monte, starker Parcours auf jeden Fall. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wirklich, ich denke mal, die 5.000 Euro, die haben wir jetzt safe. Gut, ich glaube, ich sollte mir dann mit den 5.000 Euro ein Bahnticket kaufen und mich halt vielleicht bei Tobi entschuldigen. Ah, warte mal, er ist sogar gerade zurück in den TS gekommen. Was? Tobi, an der Stelle auch danke fürs Mitmachen. Die 5.000 Euro, die holen wir uns auf jeden Fall. Cool, dass du dabei gewesen bist, wirklich. Ich würde nicht sagen, ich habe mich dumm angestellt. Beend dein Video, du warst scheiße. Ich würde nicht Leute, sagen, haut rein, dass ich das Spaß mit Absicht gemacht habe, aber vielleicht... Was? Schon. In diesem Sinne, Tobi. Was? Ich wünsche dir noch einen echt schönen was? Tag. Sag. Was? Was? Was hast du mit Absicht gemacht? Ja, das Video halt gerade hier. In diesem Sinne, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Du bist so ein... Schaut gerne bei Tobi vorbei. Mein Kopf ist geplatzt. Ich hab Sachen gesagt, die ich so noch nie zu dir gesagt. Du bist auch extrem schlecht gewesen, das muss man einfach dazu sagen. Also. Tobi, ne? Mach's gut. Lass mich in Ruhe. Nein. User in your channel was banned from the server. In diesem Sinne, meine Freunde, das war's mit dem Video. Tobi wurde ein kleines bisschen aufs Glatteis geführt, in doppelter Bedeutung auseinandergenommen. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.